Okay. Where are you? Are you here? Are you old? Are you child? Where are you? Can you talk? Can you speak? Are you here? Aha! Okay, okay, das Blut aus dem Bett ist neu. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und ihr seht schon, wir finden uns in Demonologist und wir finden uns in unserer wunderschönen neuen Bar, die wir uns gekauft haben. Sieht richtig, richtig cool aus. Der einzige Nachteil, ich habe jetzt hier noch keinen Namen gefunden oder ähnliches. Ein bisschen schade. Was haben wir hier? Piano. Okay, ich habe einen Namen gefunden. Oh, das setzt ihr. Ganz ehrlich. Give me beer. Okay. Ich liebe diese Bar jetzt schon. Also würde ich gerne immer mein Bier bekommen, meine Musik. Jetzt haben wir halt nur diese Musik, die auch gar nicht mal so leise ist. Was haben wir hier? Coffee Machine? Okay, ist mich jetzt schon gewundert, wenn da irgendwas passiert. Aber ja, sonst ist hier nichts. Ich bin die Kommentare durchgegangen, bezogen auf die Namen unserer Katze. Und da waren viele coole Ideen, sowas wie Lilith, sowas wie Mizi, beziehungsweise, nee, nicht Mizi, sondern Lisa. Dump Psycho oder Ghost, also richtig coole Namen. Jetzt ist natürlich nur die Entscheidung ein bisschen schwierig. Ich wollte jetzt aber erstmal schauen, ob es jetzt hier andere Gegenstände gibt, beziehungsweise ob wir alte Gegenstände, sowas wie das hier, benutzen können, benutzen können und benutzen können. Dann hätten wir hier noch anpassbare Flagge, die Flagge, die du in deinem Unterschlupf zeigen kannst. Okay. Dann die Statue ist eine Wanddekoration. Dann haben wir hier Unterschlupf mit dieser Statue, also Wolf-Mädchen-Statue. Dann hätten wir hier Venedig-Maske und Rotkäppchen-Statue. Also die werden wir uns alle irgendwann mal holen. Wir haben zwar jetzt noch ein bisschen Cash, aber ich würde als nächstes erstmal dieses Schild hier holen. Nein. Man merkt auf jeden Fall, hier könnte die Sättigung ein bisschen höher sein. Hallo, Katzi. Hallo. Also, wir müssen uns jetzt nur noch für den Namen entscheiden. Oh, sie ist so talentiert. Sie ist ein Psycho. Mein Quatsch. Das Geile ist, der Name Psycho stammt ja aus Borderlands und da gibt es ja auch Mini-Psychos, deswegen passt das eigentlich schon ganz gut. Jetzt muss ich mich nur entscheiden. Lilith war eigentlich mein Favorit, denn sie hat einfach Stil. Dann dachte ich eigentlich mal so in Richtung Supernatural, dann ist die Age von Lilith auszusprechen, ist immer ein bisschen doof. Dann dachte ich an Ruby, die war auch noch ganz cool in Supernatural. Dann Abaddon wäre auch cool. Ja, jetzt müssen wir nur noch eine Entscheidung treffen. Ich habe Bock, heute mit dem Silent House anzufangen. Gut, es wird sich wahrscheinlich nichts daran ändern, dass wir jetzt hier eine neue Butze haben. Aber es könnte ja sein, dass sich irgendwas geändert hat. Aber mir kommt es gerade so übertrieben unscharf vor. Also nicht unscharf, sondern, ja, man müsste hier mal... Oh, sie ist so cute. So ein bisschen neblig, das ist richtig seltsam. Also die Farben gefallen mir hier überhaupt nicht. Und natürlich auch schwer, let's go. Ich komme auf den Namen nicht. Der Kontrast könnte höher sein. Aber gut, Abmarsch ins Häuschen. Let's go. Wen jagen wir heute? Crystal Jefferson. Jefferson? Crystal Jefferson. Okay, wahrscheinlich ein weiblicher Name. Jefferson hat mich ein bisschen verwirrt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich wieder Brooklyn Nine-Nine schaue und da gibt es auch einen Jefferson. Ja, wir starten wie immer. Bup, bup, bup. Ah, nee, warte mal. Ja, doch. Ja, nee. Doch. Ja, doch. Alles richtig. Sorry, ich war nur gerade ein bisschen verwirrt. Let's go. Ab ins Häuschen. Ich hoffe, euch allen geht's gut, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag. Wenn ihr dieses Video seht, also am Release-Date seht, werdet ihr oder könnt ihr gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Ungefähr ab 21 Uhr gibt's einen Gumball-Stream. Das bedeutet, wir zocken mit Phasmo, ganz gemütlich, mit der Community. Geht auch meistens ein bisschen länger. Also kann ich nur empfehlen. Jedoch, Hinweis, der Stream ist ab 18. Sprich, jeder, der unter 18 ist, den bitte ich, ich sag mal so, wenn ihr reinschaut, ich weiß nicht, dass ihr unter 18 seid, kann ich nichts machen, aber sobald ich weiß, dass ihr unter 18 seid, muss ich euch bannen. Und das wäre sehr unschön, das möchte ich gerne vermeiden. Deswegen bitte ich das zu respektieren. Aber schaut gerne vorbei. Jeder, die Anforderungen erfüllt, ist herzlich willkommen. Und letztes Mal haben wir auch Demonologist gezockt. Deswegen mal schauen, vielleicht zocken wir das diesmal wieder. Bin gespannt. Aber jetzt warten wir erstmal, bis sich hier ein wenig temperiert. Und mir wurde gesagt, wenn sich dieser Fernseher hier umdrehen sollte, soll ich auf das Bild achten. Na, da könnte was passieren. Oder auf den Fernseher, also auch auf eins von beiden. Irgendwo könnte was passieren. Aber nur könnte. Ich habe jetzt auch mal das gerne ein bisschen lauter gedreht, denn es kommt mir heute so leise vor. Das hat sich eigentlich nichts geändert. Aber wir wollen natürlich auch richtig geile Jumpscares abbekommen. Hier geht's ab bissal Orbi. Hier wird so ein bisschen, wobei, jetzt nur die große Preisfrage, das war ja hier vor der Tür. Das zählt nicht. Wir schauen jetzt erstmal nach hinten zum Magna. Und wieso schaut der immer traurig?
Der hat kein schönes Leben, wenn er immer so demotiviert ist und mad ist. Okay. Hier ist alles fresh. Hier ist alles super. Hier ist alles toll, denn du bist nicht allein. Ach ja, bezogen auf die Umfrage habe ich mich jetzt dazu entschieden, erstmal Sons of the Forest täglich zu bringen, bis es fertig ist. Danach entweder Resident Evil 4. Das würde mich schon reizen. Und hier haben wir unter 15 Grad. Und hier ging eine Tür zu. Diese Tür. FBI, open up! Okay, diese Lache ist nicht mehr schön. Die war mal schön, aber jetzt ist sie dreckig. Ich habe nichts gegen dreckige Lachen oder gegen freche Lachen, aber das wird gemein. Wir droppen jetzt erstmal alles hier. Sie hat die Tür zugemacht. Wenn die Fingerabdrücke längere Zeit halten, dann könnten wir theoretisch Fingerabdrücke finden. Ja, wobei, sagen wir mal ehrlich, ich werde es nicht... Ich war darauf nicht vorbereitet! Ich wollte gerade sagen, sagen wir mal ehrlich, ich werde jetzt keine UV-Lampe nehmen, denn... Ja... Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Fingerabdrücke nicht mehr da sind und ich würde jetzt am liebsten erstmal Stativ, weil ich schon die Leinwand drin haben und das ESG. So, let's go. Aber nee, was ich sagen wollte, sobald das Sons of the Forest fini ist, also sprich, ich es auf hart durchgespielt habe, werde ich dann erstmal entweder Resident Evil 4 bringen oder sollte Outlast Trials nach kurzer Zeit dann rauskommen, also sagen wir mal nach 3, 4, 5 Tagen oder sowas, werde ich Outlast Trials zocken. Denn es wurde sich auch gewünscht und es reizt mich auch. Und nach Outlast Trials würde dann Resident Evil 4 kommen oder wir machen das den zweiten Tag Outlast und den zweiten Tag Resident Evil. Aber ja, zu viele Projekte sind auch schwierig. Und ich muss ja auch noch die Zeit haben, es aufzunehmen. Aber ja, da schauen wir dann mal. Aber diese zwei Spiele werden auf jeden Fall auch noch kommen. Wann? Steht noch in den Sternen. Aber jetzt jagen wir erstmal ein paar Geister. Und wir haben jetzt schon die Lady gehabt und wir hatten den Stuhl. Alles Jumpscares, die wir kennen. Hier kommt es vielleicht gleich der Dude. Oder das Mädchen. Okay, aber das sind so die Jumpscares, so diese Standard-Jumpscares. Die kennen wir schon, die sind in Ordnung, die sind sympathisch. Das ist nicht sympathisch. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im schweren Schwierigkeitsgrad. Deswegen ist das gerade mit den Lichtern, da bin ich halt doof. Ja, beruhig dich. Einfach mal alle Lichter plätten. Okay, was sagt Temperatur? Unter 10 Grad, ja. Das ist mein Beweis. Hier haben wir den Geisterraum und ich hier von den Ziegenmann wird die Leinwand aufgestellt. Let's go. Wir gehen wieder. Also ich wollte ja eigentlich ein bisschen Sanity sparen, aber das Ganze ist jetzt ein bisschen schwieriger, wenn alle Lichter auf einmal im Arsch sind. Und das nicht auf eine gute Art und Weise. Ja, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber zumindest haben wir hier noch ein Licht und da ein Licht. Und jetzt schauen wir erstmal gleich, was uns Sanity sagt. Ich höre jetzt wieder ein Päuschen von ein paar Tagen mit dem Monologist, deswegen bin ich gerade wahrscheinlich noch ein wenig schreckhafter. Ich nehme hier extra an zwei Tagen auf, damit ich nicht so abgehärtet werde. Na, damit diese Jumpscares immer noch Jumpscares bleiben und ja, der einzige Nachteil, das nimmt mich immer komplett auseinander. Und weil ich sagen muss, da war Ghost Exa sogar noch schlimmer am Anfang. Da war Ghost Exa noch schlimmer, da war ich wirklich nervlich am Ende. 66% Sanity, dann nehmen wir jetzt erstmal ein paar Pillen. Ganz ehrlich, lieber habe ich am Ende keine Pillen mehr, auch keine Crucifix mehr, aber habe noch die Möglichkeit zu fahren und ein bisschen was mitzunehmen, als dass ich hier verrecke und gar nichts mehr mitnehmen kann. Ne? Dann lieber so. So, check, check, 1, 2. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, in einem der letzten Videos hatte ich mehrmals die Geisterbox, aber ich habe das Ding weggeworfen und in dem Moment, als ich weggeworfen habe, ist der Geist aufgeleuchtet. Naja, da muss ich jetzt wirklich mal genauer drauf achten, weil da hätte ich viel, viel früher schon die Geisterbox haben können. Kommt der Junge auch noch? Nein. Ich frage mich nur, wieso alle in diese Richtung laufen. Weil gut, weg vom Keller, das kann ich verstehen. Aber warum? Warum? Was ist hier hinten so besonders? Abgesehen von Magna oder Victoria oder Anger. Gut, ich kann es verstehen. Hallo? Ich habe Hallo gesagt, nicht Victoria. Was hakt denn bei dir? Okay. Where are you? Are you here? Are you old? Are you trying? Where are you? Can you talk? Can you speak? Are you here? Aha. Okay, okay, das Blut aus dem Bett ist neu. Ja, lass doch die Vorhänge offen. Entspann dich, komm runter, Kollege. Der Spiegel vielleicht auch noch. Okay, aber ich sehe noch kein Ecto. Wir können auch mal hier kurz... Aha, doch sehe ich. Gut, also wir haben Geisterkulat an der Wand und wir haben... er hat mit uns gesprochen. Und ganz ehrlich, nach dieser Blutfontäne war ich mich wieder, also ich habe ein seltsames Bild. Wie Blutfontäne passiert und dann ist Ejakulat an, also, ne? Da denkt mir jetzt mal nicht genau drüber nach. Jetzt wird erstmal gebrainstormt und eingetragen.
So, was haben wir? Geisterbox und Geisterokulat. Wir haben Shade, Mailing oder Jupio. Jupio? Keine Ahnung, ich nenne ihn Jupio. Jupio finde ich sympathisch. So, du bist draußen, du bist raus. Also haben wir noch Staffelei, Leinwandgemälde, Gerätemperaturen oder ESG. Deswegen gehe ich jetzt erstmal von ESG aus. Aber wir müssen erstmal vielleicht in den Geisterraum gehen und nochmal kurz drüber schauen. Ich hätte jedoch gerne erstmal ein Kruzifix dabei. Also vom Verhalten her hätte ich noch gar keinen Plan, was für ein Geist ist. Shade Mailing Jupio. Shade ist ja sowas wie eine Mare. Dunklen sind sie aggressiver, genau. Erleuchtungsumgebung schwächt den Shade. Ja, haha. Wenn die Lampen kaputt sind, ja du mich auch. Mailing ist das mit der Kerze, deswegen gehe ich gleich mal mit der Kerze rein. Also falls kein Feuer in der Nähe ist, aggressiver und ne? Und Jupio. Gut, keine Daten, aber das brauchen wir auch nicht. Nehmen wir jetzt eine Kerze mit rein, dafür haben wir sie ja. Und ich finde es geil, dass man kein Feuerzeug braucht. Das sind diese Hightech-Kerzen. 66, was ist denn los? Was, warum? Wie stark nuckelst du denn? So, jetzt haben wir eine Kerze und wir haben ein Kruzifix. Zur Not, ich muss mir nur merken, nach unten scrollen für das Kruzifix. Auf jeden Fall, dass wir angegriffen werden. Ich habe gerade keine Ahnung, was eigentlich meine Nebenquests sind. Hm. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, schauen nochmal, ob die Leinwand beschrieben ist. Wenn nicht... Und wir haben auch noch kein Freezing. Dann gehen wir erstmal davon aus, dass wir ESG haben. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei Sanity-Pen und langsam wird es natürlich ein bisschen enger. Aber jetzt erstmal Kerze rein und schauen, ob sich irgendwas verändert. Wenn es immer noch so aggro ist, dann wissen wir schon mal, mein Ling ist raus. Vom Verhalten her würde es natürlich zum Shade passen, denn sie wird hier sehr aktiv und die Lichter gehen kaputt. Also das mit diesen Lichter explodieren lassen, kann ich mir gut vorstellen, dass es einen Geist macht, der ja eben keine Lichter mag. Aber gut, im schweren Schwierigkeitsgrad ist allgemein die Wahrscheinlichkeit, dass die Lichter kaputt gehen, erhöht. Was bräuchten wir denn eigentlich für den Shade? Staffelei. Wir checken jetzt einfach nochmal Temperatur. Wenn die ihn immer noch weiter sinkt, dann... Naja, sie bleibt bei 10 Grad. Jagst du gerade? Was auch immer du gewesen bist, du bist kein Shade. Am Arsch bist du ein Shade. Also, Shade ist irgendwie raus, finde ich. Freezing ist auch raus, dann hätten wir Jupio. Wir tragen jetzt Jupio ein, denn wir... Nein. Ich mag diesen Raum nicht. Ich mag diesen Raum nicht. Wir gehen jetzt einfach von ESG aus und ich gehe jetzt raus und erledige die Quest, aber nein. Einfach, warte, nein. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen, für den Fall, dass wir die Silhouette oder sowas suchen müssen, brauchen wir noch das Gerät dazu. Der Gerät schneidet schweißfrei. Der Gerät schläft nie. Und du wirst mich jetzt nicht auseinandernehmen. Danke. Hat mich gefreut. Ich wollte gerade schon wieder einen Knicks machen, aber es geht ja nicht. Was auch immer das für ein Viech war. Hat mir nicht gefallen. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er entspannt bleibt. Das Problem ist, jetzt gerade war er wieder inaktiv oder relativ inaktiv im Raum. Ich habe Angst, dass es doch ein Shade war, sprich, dass die Kerze was gebracht hat. Dass die Kerze was gebracht hat. Aber für eine Mailing, sprich für die Kerze, für den Geist, der auf die Kerze reagiert, hier seht ihr es nochmal, Feuerblub, hätten wir Freezing gehabt. Und Freezing haben wir beim besten Willen nicht. Es ging sondern noch höher von der Temperatur auf 10 Grad. Und wir waren schon mal unter 10 Grad. Also, na. Freezing haben wir ganz sicher nicht. Ab mal schön ins Zelt und schauen, was man braucht. Ich hoffe, kein Foto. Ich kann das nicht. Nein. Foto? Ah, nee, Kerze auspusten. Okay, solides Foto. Da freut man sich gerade, weil man denkt, ach nee, ist doch nur die Kerze und dann bam. Gut, wir machen ein solides Foto vom Geist. Und da finde ich einfach sympathisch, dass sie sagen, ein solides Foto vom Geist. Kein normales Foto, nein, ein solides Foto. Was bedeutet, es reicht nicht nur die Hand zu fotografieren, nein, man sollte schon den Geist erkennen können. Oder die Dämon oder das, was auch immer es ist. Das Metawesen, nennen wir es jetzt einfach mal. So, aber erstmal Kruzifix in die Hand und wir müssen jetzt erstmal das Pentagramm suchen, das sich wahrscheinlich entweder im Magnusraum befindet oder im Keller. Oder hier. Das war meine letzte Wahl gewesen. Echt jetzt? Wie häufig wirst du noch die Lichter explodieren lassen? Oder vielleicht ist das die... Weil das ist mir... Schwerer Schwierigkeitsgrad, das bedeutet erhöhte Wahrscheinlichkeit, ja. Aber mir kommt es sehr häufig vor. Vielleicht ist das so irgendwie eine Stärke oder eine Schwäche von Jupio, je nachdem, wie man es deuten möchte. Müssen wir mal beim nächsten Jupio drauf achten. Oder ihr natürlich auch, wenn ihr selber Demonologist zockt, dann achtet mal darauf, ob euer Jupio irgendwie auch häufig Lichter explodieren lässt. So, jetzt auf geht's.
Wenn sie dieses Warten hier noch mit irgendwas verbunden hätten, sprich mit Jumpscares, dass man wirklich hier drauf stehen bleiben muss und wirklich eisenhart sein muss, auch wenn der Geist auf einmal hier auf einen zugelaufen kommt, das wäre richtig cool. Jetzt lachst du auf einmal. Was auch immer ich gemacht habe, dass du jetzt lachst, aber okay. Warum lacht er jetzt? Weiß der schon, was passieren wird? Weiß er schon, dass ich gleich geschlachtet werde? Ich hoffe nicht. So. Hallo, ich bin wieder da. Hallo? Hallo, Ghosty? Where are you? Are you here? Show yourself, Ghosty. Hello, 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 baby. Es hat auch noch nicht meine Kerze geblasen. Bist du noch hier? Nein, dich wollte ich nicht nehmen. Wo ist mein Thermometer? Wo ist mein Thermometer? Hä? Das müsste doch hier irgendwo stehen. Habe ich irgendwas draufgeworfen? Bin ich jetzt ganz blöd? Wieso finde ich mein Thermometer nicht mehr? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich so einen Knick in der Optik? Ich würde gerne das Licht anmachen, aber haha. Sparwitz. Okay, ist das noch hier? Es möchte sich gerade nur nicht zeigen. Vielleicht habe ich sie draußen hingelegt? Nee. Kollege Riech, weil ich wüsste gerne, ob er immer noch hier ist, denn er wirkt mir sehr ruhig. Und die Kerze ist auch noch an. Kannst du bitte meine Kerze ausblasen? Hallo? Hallo? Na, diese Inaktivität könnte halt vielleicht von der Kerze kommen, jetzt, im Nachhinein. Oh, das habe ich nicht erwischt. Nein, das hat nicht gezählt, weil er gerade unsichtbar war. Mann, das kannst du doch nicht machen mit mir. Was soll denn das? Das war einfach nur so ein Schreck. Da hinten ist mein Thermometer. Ja, super, jetzt bringt es mir auch nicht mehr viel. Please blow out my candle. Hallo? Ich habe halt Angst, wenn das nächste Mal erscheint, dass ich dann draufgehen werde. Da ich hier die ganze Zeit liege. Boah! Alter, wo auch immer du warst! Ich pack das gerade nicht. Ich hoffe, ich habe noch mehrere Fotos zur Auswahl. Ich brauche jetzt Sanity Pillen. Alter! Es macht mich fertig! Ja, jetzt ist halt die Frage mit der Kerze. Ah, die ist doch. Weil. Ja, es könnte ja auch sein, dass er schon längst angefangen hätte zu jagen, aber wegen der Kerze macht das jetzt nicht. Also irgendwie bin ich mir jetzt bezüglich meiner Entscheidung nicht mehr ganz so sicher, aber wenn das eben eine Maling wäre, hätten wir Freezing und das stimmt garantiert nicht. Wir hätten entweder einen Shade und der, da wäre das mit der Dunkelheit, da müsste er eigentlich richtig aktiv sein. Oder eben Jupion von dem... Das war, glaube ich, die Kerze, die er geblasen hat. Oder sie, in dem Fall. Gehe ich da recht in der Annahme? Jawohl. Ah ja, Penta-Foto. Penta-Foto. So, die letzten Pillen. Wir müssen danach alle Finger ohne Pillen finden. Das wird natürlich super. Aber hilft euch nichts. Hilft euch nichts, ladies and gentlemen. Geht leider nicht anders. Ich bin nur nervlich langsam am Ende. Das merkt man. Sobald irgendwas ist, erschrecke ich mich und drücke aus Versehen auch noch auf die linke Maustaste. Deswegen hoffe ich, dass es hier keine bestimmte Anzahl an Fotos gibt. Nicht, dass so alle guten Dinge sind drei. Das wäre unschön, denn dann bräuchte ich noch ein Foto. Ghosty, kann ich nicht dich einfach fotografieren? Das wäre viel sympathischer. Oh, wir versuchen es nochmal. Wahrscheinlich erscheint er deswegen hier ab und zu zweimal. Und das erste Mal sozusagen so à la, hallo, ich bin hier. Und das zweite Mal ist dann, jetzt kannst du ein Foto machen. Hilft mir nur nicht weiter. Ghost, show yourself. Wenn er jetzt auf einmal da drin gestanden hätte. Ich bin ja mega am Sweaten. Gut, das liegt vielleicht daran, dass hier um mich herum gerade 26 Grad sind. Aber... Auch die Jumpscares. Alter. Ich habe eine Kollegin, die ist diesen Eisblock. Die geht hier rein, die wird hier gejumpscared. Das stört sie nicht so. Hallo, schön, dass du da bist. Freut mich. Aber kein Blödsinn machen, gell? Selbst wenn sie stirbt, ist wahrscheinlich so, ja mein Gott, jetzt bin ich tot. Also die ist da wirklich ein Eisblock. Und so wurde ich erst in Phasmo nach... 1000 Level oder sowas gefühlt. Das hat lange gedauert und selbst jetzt erschrecke ich mich teilweise noch, aber sie ist da echt so... Ja, mei. So, gerne jetzt Foto. Auf geht's. Foto?
I need a picture. Hello? Hello, baby. Are you there? Was auch immer du mit der Schublade machst. Ich habe Angst, dass hier gleich wieder hinter mir was erscheint. Kann ich das Licht da machen? Nein. Kann ich das Licht da machen? Immer noch nicht. Entschuldigung, also nimm's mir nicht böse, aber ich brauche ein Foto. Ich würde gerne dich in Ruhe lassen, aber es geht heute nicht anders. Wir gehen gleich hier rüber zu Anger. Schutzstil. Hallo. Hallo, Foto. Foto. Was soll ich denn machen? Das Problem ist, das andere beim Geistraten, da kann man ja auch irgendwas eintragen, aber ich brauche halt jetzt ein Foto. Himmi, Herrgott. Wenn das jetzt nicht gezählt hat, du standest in mir. Also wenn das jetzt nicht gezählt hat, aber ich habe keine dramatische Melodie gehabt und hier liegen keine Finger. Alter. Oh. Kruzifix, Kruzifix, Kruzifix und weiterlaufen. Hat es nicht gezählt jetzt das Foto? Ich habe ihn noch voll erwischt. Das war doch voll drauf. Das hat nicht gezählt. Wieso habe ich immer noch dramatische Melodie? Hallo? Gehen Sie weg? Danke. Also perfekter Start, würde ich mal sagen, in die Aufnahmesession. Der Geist will uns schlachten. Er gibt mir kein Foto. Wir haben jetzt keine Sanity-Pain mehr. Wir haben nur noch ein Kruzifix. Wir müssen noch alle Finger theoretisch finden. Läuft bei uns. Also... Und lass mich raten, die haben beide nicht gezählt. Doch, die haben gezählt. Okay. Warte mal, muss ich Finger finden? 5 Finger. Okay. Dann suchen wir mal seinen 5-Finger-Damm. Auf geht's. Vielleicht haben wir auch einfach nur Glück und da hinten sind keine Finger. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Denn dann könnten wir mit einem Kruzifix vielleicht durchkommen, aber... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also bis jetzt finde ich noch keinen Finger. Und das lässt mich gerade irgendwie nervös werden, denn das bedeutet... Die Tür geht zu. Und das bedeutet... ja. Okay. Alter! Du Sackratte! Ich gehe jetzt mal runter und verbrenne schon mal den ersten Finger. Sobald das zweite Kruzifix ausgeraucht ist, fahren wir ab. Oder wenn ich tot bin. Je nachdem. Aber dann durch ja wenig Entscheidungsgewalt. Ja, halt's mal. Also im besten Fall gehe ich kein Risiko ein. Im schlimmsten Fall wird's eng. Mama! Ich hoffe, du hast aufgehört zu jagen jetzt. Denn sonst wird das Ganze jetzt ja gleich ein bisschen eng. Ist er noch da? Ich weiß das nicht. Ich habe einen Kruzifix und zwinge mich nicht, es zu benutzen. Ich schwör's dir, ich mach's. Okay. Wir müssen die Finger finden. Und das hoffentlich. Also hier ist noch einer, den merken wir uns. Hier liegen halt auch ganz gerne mal Finger. Wir können auch mal kurz so drüber schauen. Hier hat gerade was geblinkt, dachte ich. Gehen Sie weg, Monsieur. Tür zu, es zieht. Kann er da durch? Ja, er kann definitiv durch. Okay, Ladies and Gentlemen, ich muss leider an dieser Stelle abbrechen. Wir haben viel zu lange für das Foto gebraucht. Das Risiko ist zu groß. Lieber fahre ich jetzt und habe leider nicht ganz so viel Cash. Als dass wir jetzt noch alles verlieren. Schade. Und sagen wir mal ganz ehrlich. Der Exorzismus ist das Langweiligste im Grunde. Denn du sammelst die Finger, verbutzelst sie und die Statue raucht ab. Was jetzt eigentlich nicht so dramatisch ist. Aber mich interessiert jetzt, ob ich den Geist richtig erraten habe. Abmarsch. Abmarsch. Hätte ich noch irgendwas an Sicherheit, irgendwie noch Sanity Pin oder sonstiges, dann wäre ich noch geblieben, ganz klar. Aber das hier wird mir zu riskant gerade. Schau mal. Haben wir den Geist richtig erkannt? Es war ein Chupio. Wir haben alles richtig erledigt, außer den Exorzismus. $4.700 und ganz ehrlich, lieber habe ich $4.700, als dass ich Equipment im Wert von 15.000 verliere. Naja, das wäre ein bisschen unschön. Abgesehen davon hätte ich mir dann nicht mehr alles leisten können. Aber Geist richtig erkannt, das ist sehr gut. Wir haben jetzt auch ein bisschen Cash. Und ich würde sagen, ja, ich sollte das Geld jetzt ausgeben, bevor ich wieder sterbe. Deswegen, das ist schon ein bisschen teuer, aber gut, mach mal.
Benutzen. Benutzen. Benutzen und benutzen. Was bedeutet, wir haben jetzt noch 11k, also für mein Standard-Equipment ohne Fotoapparat und Kerze. Ja, Mausi. Ja, was ist denn los? Ja, hallo. Ja, wie bist du? Ja, ja. Okay. Hier haben wir jetzt einmal eine Statue und das ist diese Lady, die auf dem Wolf reitet. Vielleicht ein bisschen verpixelt. Da hätten sie sich mehr Mühe geben können, aber das ist in Ordnung. Dann haben wir hier die Maske. Die hat auf jeden Fall Stil. Die erinnert an Resident Evil Village. Ist das meine Flagge? Ich kann hier nur Flaggen. Achso, ich dachte, ich könnte hier Psycho drüber schreiben. Ja gut, Nationalität ist mir relativ range, wenn. Das ist mir keine Ahnung. Ich würde jetzt ja, also... Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, Change Flag. Oder warte, kann ich hier noch irgendwas draufschreiben? Nein. Wir machen das jetzt einfach so, denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Deutschlandflagge oder sowas hin, dann komme ich mir ein bisschen komisch vor. Und wieso hat es Hasenohren auf? Ich habe keine Ahnung, aber... Ja. Ja, du bist so süß. Bist du, ja, komm her. Ja, komm. Oh. Also sie hat schon sehr Talent. Kann ich hier raus? Nein. Also ich habe hier nicht mal ein Badezimmer. Ich bin hier ab... Ich habe hier nur eine... Das hier. Zumindest habe ich den Fußball noch, ganz ehrlich. Aber Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch hier noch weitere Namen aufgefallen sind, die man vorlesen kann, dann gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.